Ich glaube, ich schicke dann noch mal einen dritten, auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben wirkt. Sieht man hier schon irgendwie, na gut, Fleisch ist immer noch auf Null, der Rest ist alles top in Schuss. So, jetzt wollte ich aber erstmal zu den Steinen noch Werkzeug bringen. Einfach, dass die ja noch mehr raushauen. Für den Steinvorrat. So, das wird jetzt auch die letzte Handlung hier in der Aufnahme sein. Na gut, der muss das hier aufnehmen. Theoretisch betrachtet, wenn wir den Passagierbahnhof haben, da komme ich gleich dazu. Na gut, wenn da bloß 5 Sekunden, da kann man eigentlich dieses Fracht bei 100% auch rausnehmen. Theoretisch, aber ich mache es einfach so. Entweder oder Bedingungen. Für leere Fracht oder 20 Sekunden und dann nur Werkzeug, nur Werkzeug. Wenn wir nämlich den Passagierbahnhof haben, dann können wir im Prinzip die ganze Strecke hier zubauen und dann nochmal Häuser generieren. So, dann haben wir jetzt noch die Diesellok. Nehme ich ja auch eine Diesel. Ach komm, ja. Kastenwagen mit Werkzeug. Abfahrt. So, dann gucken wir mal. Die ist bei 45. Aber ist das bloß eh eine Bude? Es wäre halt cool, wenn das irgendwie hier gruppiert wäre, dass es dann für alles anzeigt. 68. Ja, das ist schon. Das ist schon ordentlich. Die Züge werden voll und können direkt weiterfahren. Aber es ist halt noch zu wenig für einen dritten Zug, ne? So ungefähr. Aber ich denke mal, das dürfte die Produktion trotzdem steigen lassen. Vielleicht ist das Problem, dass sie dann hier nicht mehr alles wegkriegen. Hier nochmal kurz reingucken. 25 Sekunden, reicht das zum Vollladen? Nee, anscheinend nicht, ja. Dann würde ich mal die Zeit verlängern. Auf eine Minute, einfach, dass die Dinger voll werden. So, guck mal, jetzt geht's doch aufwärts hier. Geil. Fleisch geht auch aufwärts, nicht genug Arbeiter. Warum eigentlich immer bei der scheiß Rinderfarm und der Ziegelei? Markenaufwertung verfügbar. Was nehmen wir denn? Erhöht die Lagerkapazität von Siedlung, würde ich auch mal erhöhen. Ist praktisch wegen Sprit. Ja, okay. Da haben wir doch jetzt wieder ordentlich hier am Produzieren. Und dann würde ich sagen, die nächste Aufnahme, da kommt dann der Passagierbahnhof, der hier die komplette Stadt anscheinend einnimmt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da wird dann wahrscheinlich alles anders. Da könnte man hier das wegreißen. Müsste man die ganzen Routen ändern. Also das wird dann wahrscheinlich ein Megabahnhof. Also da würde ich versuchen, so viele Gleise wie möglich dort ranzupappen. Müsste man mal gucken, wo man es hinbaut oder wie man es macht. Aber da habe ich dann schon Bock drauf. Oh, guck mal, jetzt geht es schon wieder runter hier mit den Steinen. Theoretisch könnte ich, glaube ich, hier noch Steinmetze hinbauen. Ne? Solange das irgendwie angekettelt ist an den Bahnhof, würde das gehen.
Werden die Züge richtig leer? Ja, ne? Jetzt ist auch mal Holz wieder niedrig. Ach so, weil die ja alle anstehen. Weil die ja alle anstehen. Na gut. Ja, das ist aber hier ein No-Brainer, wenn man das irgendwie erweitert oder so. Wahrscheinlich ist es wirklich hier die Engstelle, dass die dann hier alle irgendwie anstehen oder sowas. Na gut, ich könnte das vielleicht doch tatsächlich. Wir testen das einfach mal, ob sich das irgendwie auswirkt. Zack. Wenn wir das so machen. Ich hätte die Kurve da aber gerne schön und nicht so hässlich. Das wäre toll. Das wäre blöd. Achso, hat bloß das Signal weggerissen. So, du hältst mal an. So, der biegt dort ab. Da kommt ein Kohle. Achso, der biegt auch ab. Eigentlich bräuchte ich einen Zug, der hier geradeaus rumfährt. Die sind für das untere Gleis. Die Verbindung reißen wir weg. Und dann muss hier noch das Signal hin. Wir können. So, dann können die erstmal hier weiterfahren. Dann kommt die Sicht da an der Engstelle wenigstens nicht mehr in die Quere. Na gut, wobei die Frage ist, ob man hier unten nur zwei Gleise. Wäre ich jetzt ohne. Frage ist halt, ob die Züge dann von dem Gleis, ob die zwingend hier langfahren müssen. Die von hier oben kommen. Aber die können doch. Das sind doch eigentlich nur Züge, die dann hier unten zurückfahren, ne? Weil dann könnte ich das nämlich auch abkürzen. Indem ich die. Na, lass uns mal ein Stück. Hinten rausbauen. So. Ich meine, die Verbindung kann ich ja lassen, falls doch mal irgendwie ein Zug dann hier. Ich glaube, das Signal kann auch wieder weg dann. Ich habe eigentlich gesagt, das Signal und nicht das ganze Gleis, liebes Spiel. Das ist so dumm. Man fragt sich eigentlich nach dem Warum, aber irgendwie so richtig eine Antwort.
Ah, jetzt ist es so fertig. Zack, zack. So, und falls halt doch ein Zug fälschlicherweise hier hoch muss, dann kann er ja dann dort hochfahren. Aber dadurch müsste... Oh, komm her, alles auf Anschlag jetzt. Oh, geil. Dann müsste er einfach mal... Warum der sind immer so knapp auf Treibstoff hier? Na gut, das sind Diesel-Loks, ne? Na klar, aber eigentlich... Hm. Achso, jetzt hat sich gerade mein Zug hier auf das Gleis verirrt. Okay. Ach, warte mal, Moment. Stopp, stopp, stopp. An welcher Stelle kommt denn dieses, Kann ich das umtüdeln? Das ist nämlich Quatsch. Ich mach das mal an der Stelle. Ich glaube, die Holzzüge, die brauchen diese Routenänderung, glaube ich, auch. Oder? Nee, die haben nur das. Aber warum kriegen die die Route nicht an Schiene 3 vorbeifahren? Hier unten. Na gut, wenn das so funktioniert, dann... Na gut, ich könnte das ja der Vollständigkeit halber... Was ist denn jetzt das dort für eine 3? Der hat doch jetzt irgendwas durcheinander gebracht hier. Das ist das, genau. Ach so, dann war dann das von irgendeinem Steinzug wahrscheinlich was eingeblendet gewesen. Ah, genau. So, das müsste jetzt passen. Lager sind voll und dann speichere ich an der Stelle nochmal ab. Und dann verabschiede ich mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Sweet Transit. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.